Monate und ich habe die neue Goodiebox bekommen. Also die ist schon vor ein paar Tagen gekommen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Dreimal gekommen, einen Satz, die auszupacken und zu zeigen. Aber jetzt hole ich es mal. Der hat immer diesen wunderbar praktischen Schubladenkarton. Den kann man nachher so schön weiterverwenden. Also ich habe neulich noch so eine Box dann mit, erst habe ich die Kanten schön angemalt, rot, und dann alle Flächen mit einem schönen Designpapier beklebt, innen auch, und habe das verschenkt, und das ist sehr, sehr, sehr gut angekommen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Hatte ich bei Instagram auch ein paar Fotos reingesetzt, weil ich selber ganz hin und weg war. So, jetzt hole ich es mal raus. Sammy, möchtest du kommen? Nee, möchte er nicht. Er guckt mir von da hinten zu. First Hint of Summer. Der erste Hinweis auf den Sommer. Oh, sag hallo zu meinem Goodiebox-Shop. Ja, Goodiebox hat jetzt also auch einen Shop. Und wer also noch keine Goodiebox hat bisher, ich habe unten einen 50% Gutschein drin auf die erste Box. Wer möchte? Mir fehlt also noch ein neuer Abonnent. Dann kann ich wieder eine Box verlosen, eine ganze. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. So, also wie gesagt, First Hint of Summer heißt die Box. Und hier steht, die offene Straße heißt uns willkommen und schickt uns ins Ungewisse. Die warme Luft, die wärmende Sonne und noch wärmere Reifen. Die Blumenfelder und der Geruch von Freiheit. Wir sind genau da, wo wir sein sollen. Daheim. Von Picknicks bis hin zu wirbelnden Wellen, durch Wälder, Hügel und Berge. Es gibt keinen Ort, an dem wir sein müssen. Es geht nicht darum, woher du kommst. Es geht um dich. Es geht um mich. Es geht um uns. Es geht um das Miteinander. Und es ist der erste Vorgeschmack auf den Sommer. Diesen Monat nehmen wir dich mit auf eine reinigende Reise, um deinen Geist zu befreien und einen klaren Kopf zu bekommen. Also schnall dich an und mach dich bereit für dein nächstes großes Abenteuer. Klingt sehr schön. Die haben immer sehr nette Sprüche und Texte da drin. So, da haben wir also ein Klebi und ein Seidenpapier. Klebi hat gewonnen, Seidenpapier hat verloren. So, was haben wir drin? True Mints. Das ist meine dritte Packung True Mints. Diesmal Kirsche. Die waren doch alle in... Nee, eins war schon mal in der Goodie Box und eins war, glaube ich, in der Brandnuss Box. Ne? Ja, das ist also Kaugummi, der rein pflanzlich ist und Süßstoffe auf pflanzlicher Art, pflanzliche Basis und natürliche Aromen. Kein Zucker, kein Aspartam. Also ganz was Tolles. Und dann noch eine Karte dazu. Sag Hallo zu einer neuen pflanzlichen und zuckerfreien Pastille. Ah, True Gum war das andere, ne? Nicht True Mint. Genau, True Gum. Also das tun wir ins Auto dann, denke ich. Ich hole jetzt mal eins raus. Mal gucken. Riecht nach Pappe, weil das Döschen riecht. Normale Pastillen werden mit Zucker und künstlichen Zutaten hergestellt und in Plastikverpackungen verpackt. Wir denken, dass man das besser machen kann. Ah, die meinen bestimmt Tic Tac und sowas, ne? Hm, das ist schon jetzt bei DM und ist vegan. Ja, gut. Also ein, das ist wirklich, wir haben im Auto sogar Tic Tac mit Kirsch, ne? Also XX, extra scharf mit Kirsch. Momentan. Und jetzt haben wir dann noch die lange Rede, kurzer Sinn, zuckerfrei und ohne Aspartam. Ja, fein. Steht das auch hier drin? Das True Mint. Ja, wir hatten bisher True Gum. Nee, steht nicht drin. Ist einfach eine Zugabe. Okay, dann haben wir zuerst, hier ist irgendwie Pulver drin. Alles voll irgendein Pulver. Warum ist hier so ein Pulver? Alles ist voller Pulver. Komisch. Okay, als erstes habe ich hier also Food Lab Company Instant Foot Peeling. Ein Fußpeeling. Love your feet every day. Ja, wenn wir die nicht hätten, ne, dann könnten wir nicht gehen.
Was steht denn da? Nix. Es ist nur Englisch und Französisch und Dänisch und Niederländisch. Aber nicht Deutsch. Okay, so schaut's aus. Und hier ist alles voll Pulver. Frage mich, wo es herkommt. Es kostet 13,50 Euro. Nee, ist gar nicht wahr. Doch. Du bekommst 30 Milliliter im Wert von 13,50 Euro. Und normalerweise gibt es 100 Milliliter Dose und dann kostet es 20 Euro. Trag es einmal pro Woche auf, bevor du unter die Dusche springst. Sprüh das Serum auf deine Füße und Fersen und lass es circa eine Minute einwirken, bevor du es mit einer Fußfeile oder einem Bimsstein, Spoiler, den findest du auch in dieser Box, entfernst. Einige werden einen sofortigen Effekt spüren, andere müssen es ein paar Mal verwenden, bevor sie den vollen Effekt sehen. Ja, ich habe ja schon mal so Fußmaske gemacht, das ist wahrscheinlich das gleiche, nur in schnell. Werden wir machen, ne? Dann haben wir ein Handstop und auch voll Puder. Ja, wir haben im Flur daneben eine große Tasche stehen, wo Wolle bei drin ist. Dunkle Wolle, die meine Mama geschenkt bekommen hat zum Stricken, die sie aber nicht sehen kann. Also die kann nur helle Farben noch sehen, so zum Stricken. Und da musste er jetzt natürlich mal reinklettern. Die geht weiter, die Wolle. Da werden Katzenbettchen draus gehäkelt für den Verein. Habe ich schon mal gesagt, dass wir für Kölner Katzenschutzinitiative tätig sind? Ja. Könnt ihr mal gerne die Facebook-Seite gucken. Und wenn ich dran denke, pflege ich auch die Instagram-Seite. Sollte ich mal wieder. Von Human and Kind. Hand Scrub. Moisturizing Hand Scrub. Davon hole ich mal ein bisschen raus, oder? Nee, ist noch zu. Ist noch verschweißt, ne? Nee, dann lasse ich es noch. Ich habe nämlich einen hier unten im Bad noch ein Hand Scrub im Anbruch. Dann lasse ich das noch. Ich komme mir vor, als würde ich Monologe halten. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. 15 Euro kostet das. Da ist gar nicht so viel drin, ne? Wie viel ist denn das? 50 oder 100? 75 Milliliter. Ja. 100% natürliche Inhaltsstoffe. Ja, Peeling, wie ein Peeling eben so geht. Ne? So. Da kommt Ondinchen die Treppe runter, man hört es. Dann haben wir AHA Glow Mask von Balance Me. Eine mit Fruchtsäure, uiuiui, 15. In weniger als 15 Minuten erhält man dann einen jugendlichen Schimmer. Naja, werden wir sehen, ist vegan. Du bekommst 20 Milliliter im Wert von 17,50 Euro. Ja, Fruchtsäuren sind gar nicht so günstig. Und ich habe auch ein bisschen Angst immer davor. Ja, erzählst du dir und ihnen was, Sammy. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und dann mit einem warmen, feuchten Waschlappen entfernen. Da, deine Haut kann nach der Maske etwas empfindlich sein. Daher empfehlen wir, sie abends zu verwenden und am nächsten Tag einen Lichtschutzfaktor zu verwenden. Jawohl. Unsere Andine wollte mal gerade raus. Und dann guckt sie nur, die bellt dann nicht meistens. So, dann haben wir als nächstes von Melusine Paris ein Serum. Eyelash Serum. Ach so, ein Wimpernserum. Ich benutze ja seit einiger Zeit das Wimpernserum von Asam. Das ist schön. Bringt es was? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich nehme es. Finde es schön. Eine große, nicht so eine Winztube, das ist richtig so eine ordentliche Tube. Und ich habe auch schon Nachschub. Aber ich werde auch das hier dann mal dazwischen verwenden. So, das kostet übrigens 25 Euro. Mit Hanf, ja dann. Ein innovatives, natürliches Wimpernserum, solange es wenigstens ohne Hormone ist. Ne? Da sind wir nicht so scharf drauf, Hormone.
Ja, man hat ja irgendwann festgestellt, ich glaube, das ist so ein Mittel, was bei grünem Star eingesetzt wird. Und dabei hat man eben festgestellt, dass gleichzeitig die Wimpern wachsen mit diesem Präparat. Und dann hat man sich das zunutze gemacht und daraus ein Wimpernserum entwickelt. Aber mit Hormonen muss irgendwie nicht sein, finde ich. Deshalb, das scheint ohne zu sein. Ich werde es mir noch genau anlesen. Aber das ist ein niedliches Säckchen und das ist dann wohl der Bimsstein. Oder wie auch immer das hier noch hieß. Der möchte gar nicht mehr daraus, der Bimsstein. Wow! Sehr rau. Sehr rau. Man kann ihn aufhängen. Boah, der ist extrem rau. Ja, ist aber bestimmt dann gut, ne? Um so alte Hautschüppchen von den Fersen abzurubbeln. Wow. Davon ist bestimmt der Staub da drin. Das ist wahr, ja. Obwohl der jetzt fühlt sich gar nicht staubig an. Wahrscheinlich, weil der ganze Staub hier drin ist. Man kann es auch sehen, das ist wirklich, ja, schwarzer Staub hier drin. Aber es ist ja wohl was Natürliches, ne? Ist der hier auch? Ja, der ist von Moshi Moshi Mind. Mind Pumice Stone. 11 Euro. Aha. Deine Füße werden es dir danken. Ein hundertprozentiger Lavastein. Oha. Den hat Mutter Natur selbst gemacht. Der Pimpstein ist eine bemerkenswerte Wunderwaffe, um gesunde und gut aussehende Füße zu bekommen. Hahaha. Als ob man davon schöne Füße bekommt. Naja, zumindest gut gepielte, ne? Es ist nicht so, dass ich wild auf Füße wäre, ne? Aber man muss sie trotzdem pflegen. Die gehören ja dazu, sonst kann man nicht gehen. Verwende den Stein ein bis zweimal pro Woche in leichten, kreisenden Bewegungen, um die gesamte Hornhaut zu entfernen. Ich habe ja so ein Maschinchen, so ein wieder aufladbares Maschinchen Von von Scholl. Scholl. Genau, das ist gut. Ich hatte vorher mal ein anderes, das war nicht so gut. Aber wenn man einmal das von Scholl genommen hat, das ist schon echt gut. Und da gibt es welche mit Batterien, das finde ich aber blöd, wenn man immer wieder neue Batterien nehmen muss. Und meins, das kann ich immer wieder aufladen. Sehr gut. Und diese Röllchen da, die halten auch sehr lange. Sehr lange. Aber ich werde natürlich auch jetzt ohne Strom das dann hier machen. Vielleicht ist das ja genauso gut, wer weiß. Denk daran, den Stein nach dem Gebrauch mit Wasser abzuspülen und dann an einem trockenen Ort zu lagern. Ja, ihr Lieben, das war die Goodie Box von diesem Monat. Das ist wirklich alles Reinigung von oben bis unten. Außer dem Wimpernserum. Das ist jetzt weniger Reinigung, aber hier Handpeeling und Fußpeeling und AHA-Säure. Und noch was zum Lutschen. Davon nehme ich jetzt eins. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Denkt an, bitte an einen Daumen hoch, das wäre sehr lieb. Und ich freue mich über Kommentare und natürlich auch über Abos. Denkt dran, noch läuft die Verlosung für 800 Abonnenten. Unfassbar, ne? Okay, ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis demnächst.